Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Factorio. Wie ich gerade sehe, haben wir irgendwie ein kleines Problemchen mit unserer Stromversorgung. Aber das werden wir jetzt mal geregelt haben. Yep, jetzt da wunderbar. Auch ein bisschen mehr einbauen. Ich habe sogar noch Abbaugerätschaften übrig. Herrliche Natur. Das wird doppelt belegt, das wird auch doppelt belegt. Jetzt wird auch der hier zu maximaler Größe ausgelastet. Und ich glaube, wir gehen auch gleich mal in den Zug mit rein, dass wir nach oben schwirren können. Denn ich bezweifle, yep, dass wir hier schnellere Roboterhändchen irgendwie hinbauen können. Ja, das Ganze braucht halt hier unten noch ein bisschen. Aber macht nichts, es wird nach und nach hier erweitert und aktualisiert. Was wir machen müssen, ist erstmal, müssen auf jeden Fall abwarten. Wir haben jetzt unsere vier Züge, die eigentlich Vollzeit fahren können. Und auch werden hoffentlich. Und werden hoch, hallöchen aber auch. Da waren ein paar Monster. Ach, der fährt einmal hier oben lang, okay. Warum nicht? Warum nicht? Und du wirst hier nach oben gehen, sage ich auch nicht nein dazu. Aber du hast hier ein Problem. Das ist nicht gut. Dass der hier die anderen aufhalten kann. Komm, ich muss eins noch weitergehen. So, das ist nämlich das Problem. Der kann den hier rüber aufhalten. So, und dann können wir noch hier einen eigentlich hinsetzen. Weil damit sollte, wenn der hier vorbeigefahren ist und hier hingeht, sollte er obenrum der Zug auf jeden Fall nach unten fahren können. Das ist zumindest gerade meine Theorie. Die soll sich auch wahrscheinlich bewahrheiten. Okay, was können wir aktiv gerade machen? Wir können gucken, dass wir unsere Fließbandproduktion, unsere Fließband hier noch etwas schneller machen. Zumindest teilweise. Und das nächste wäre, ja, wir müssen warten, bis der Output hier komplett wieder durchschießt durch alle Systeme. Dann würde ich mal behaupten, wir verschönern etwas unsere Anlage hier oben. Hatten wir davor schon. Dass wir einfach den Boden etwas aufriebeln. Und ich glaube, ich werde für unseren Zug oben und unten jeweils ein bisschen Kohle mitnehmen. Dass ich meine Kohledepots wieder etwas auffüllen kann. Ist ja schön, auch Elektrozüge oder dergleichen zu haben. Das hätte was für sich. Ich könnte auch hier Windturbinen und sowas hinstellen. Das ist wesentlich effektiver als Dampfmaschine. Aber, naja, das muss nicht ganz sein. Das muss nicht ganz sein. Okay, wir haben jede Menge Sicherheitsmarkierungen, aber das war's auch schon. Den Rest haben wir noch gar nicht, so wie es ausschaut. So, hier, zack. Weil wir brauchen mehr normalen Beton als irgendwas anderes. Können wir da vielleicht noch ein paar extra Module rein? Können wir auch nicht machen. Ja, schade. Soviel zum Thema Verschönerung. Habe ich doch gerade ein bisschen zu viel versprochen. Dann wäre das nächste Verbesserung. Beziehungsweise, das hier abzubauen wäre auch interessant. Und wie gesagt, hier, 1 Million. Sollen wir uns nach da unten durchschießen? Weil ich bezweifle irgendwie ganz stark, dass wir hier, wir haben eine Handvoll Rot, aber das war es schon. Wir forschen, glaube ich, gerade rein gar nichts. Na gut, ein bisschen was geht immer wieder mal durch, aber das war es auch schon. Weil hier hinten nichts ankommt. Weil die zu langsam sind. Weil das Erz nicht rüberkommt, so schnell wie es gehen könnte. Aber wir haben ja schon die Hauptstraße hier auf jeden Fall beschleunigt. Das hier oben müsste man vielleicht noch beschleunigen. Haben wir vielleicht ein bisschen was? Da, Moment. Solange wir hier drin sind, können wir diese obere Schiene irgendwie beschleunigen. Oder haben wir da auch schon alles aufgebraucht? 31, okay, 31 nicht schlecht. Mit 31 können wir definitiv was anfangen. Zack, so.
Oh, stimmt, da war was. Da haben wir auch schon ein bisschen was auf. Ach, das ist sogar teilweise schon geupgradet. Ah, okay. Das ist natürlich nicht schlecht. So, hier auch noch ein bisschen schneller machen. Das heißt, wir schießen das Ding jetzt gerade mit Mark 2 nach unten und zwar volle Lotte. Ach, das ist doch herrlich. Hier haben wir auch noch was, wo hier reingeht. Und ich will mal behaupten, das können wir auch nicht hinbauen. Jetzt sollte aber genug unten ankommen. Wir haben es hier. Hier wird ein bisschen was weggenommen. Hier wird auch ein bisschen was weggenommen. Aber es sieht besser aus. Es sieht nicht nur besser aus, es ist auch besser. Jetzt muss nur der hier schneller produzieren können. Warum geht es nicht? Weil er nicht schnell genug hinterherkommt mit Abgreifen. Da bräuchte man einen Stapelgreifer. Und dazu brauchen wir wieder. Und was braucht ihr überhaupt? Stahl- und Kupferplatten. Okay, sehe ich echt nur an der Seite. Bitte ein bisschen was mitnehmen. Ich brauche nur eine Handvoll Zahnräder, das passt schon. Ach, ich brauche. Hä, Moment, warte mal. Moment mal. Ich brauche grüne Forschungsdinger. Ich glaube, da haben wir doch eine wunderbare Stelle dafür. So richtig tolle Stelle sogar. Dass sie sagen, zack, ein Stapelgreifer, komm mal her. Dich nehmen wir jetzt mal her. Aber dann müsste ja das eigentlich auch schneller funktionieren. Ach, die hängen beide an dem hier dran. Und das hängt auch noch hier dran, genauso wie. Oh je, oh je. Da hängt ziemlich vieles dran. Wie wär's denn mit du hier? Ich glaube, da können wir sogar noch mal einen hinbauen. Eisen, Eisenzahnräder. Na komm, put, 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 put. Wunderbar. Dann ist der Tunnel hier noch etwas, was auch ziemlich langsam ist. Schmieröl brauchen wir dafür auch. Müsste es ja auch schneller laufen. Ja gut, muss all im Endeffekt muss immer alles schneller laufen. Und dafür sorge ich jetzt auch auf jeden Fall, weil das hier schneller rauskommt. Hier kommt was, hier kommt was, hier kommt was. Das ist nämlich hier das nächste Versorgungsproblem. Wie schaut's? Na komm, da. Ich gerade sagen, also das ist jetzt etwas zu böse gewesen. Fehlen mir noch zwei Stück hier. Okay. Die sind auch genau richtig versorgt, so wie es momentan ausschaut. Ja, hier ist immer noch Kupfer angesagt. Aber so kriege ich nicht mehr raus. So kriege ich definitiv nicht mehr raus. Ich müsste hier noch mal was hinsetzen. Weil die, gut, die geht richtig, die aber nicht wirklich. Wie viel könntest du mitnehmen? 5 Stück. Ja gut, es ist relativ sinnfrei, die so hinzusetzen. Da erfüllt das Ding hier genau den gleichen Zweck. Die paar, wo wir mal durchgehen, die kriegt er auch mit. Das heißt, das ist jetzt gerade, also Stapelgreifer und normale Schnellgreifer, ist gerade das Optimum. Für diese, ja, für diese eingebaute Variation, sagen wir es mal so. Wo kriegst du eigentlich deine Materialien her? Von da drüben bekommst du sie ja. Der könnte auch ein bisschen schneller produzieren eigentlich. Dann können wir hier auch ein bisschen mehr rauspumpen. Nicht schön, nicht schön. Na gut, aber es geht zumindest teilweise besser.
Es geht zumindest teilweise, wir bekommen hier oben schon mal unsere ersten paar Wissenschaftspakete wieder raus. Das heißt, es ist nicht das Schlechteste vom Schlechtesten. Aber was wir jetzt auf jeden Fall machen werden, das machen wir jetzt einfach, wir machen große Säubungsaktion hier unten. Scheiß drauf. Bis ich das hier irgendwie mal eingekriegt hat, haben wir wahrscheinlich erst Problem. 1000, 210.000, 160, 600 nochmal passt, okay. Dass uns das Erz nach und nach ausgeht. Heißt diese Runde wieder Operation Töten, Töten, Töten. Muss noch ein paar Felswände, warum nicht? Ein paar Mauern, Entschuldigung. Und irgendwo, genau weiter oben, hatte ich noch was. Weil das Ding kann sich dann nach und nach ein bisschen erholen. Da kann ich noch ein paar Steine mitnehmen von oben. Um einen schönen, wunderbaren Betonboden zu machen. Dich kann ich mitnehmen. Du bist hier definitiv nicht mehr benötigt, so wie es ausschaut. Und, ah, da haben wir es doch. Dich wollte ich doch haben. Dich brauchen, ja doch, dich brauchen wir auch. Wir haben gesagt, hab die 500 Steine immer auch noch vorhin mit. Oh, da bin ich gerade sehe, wir haben noch Kohle im Inventar. Ich wollte unseren Zügen oben noch ein bisschen was geben. So, ihr fahrt ja nicht so viel. Aber trotzdem braucht ihr auch ein bisschen was. Ihr fahrt ziemlich viel. Hier, die Kohle. Glücklich sein mit der Welt. Das ist ein direkter Im- und Export. Das ist natürlich nicht die schönste Art und Weise. Ich möchte eigentlich immer ein bisschen was am Puffer haben, aber momentan ist das so leider nicht möglich. Was, Steine haben wir doch gerade gehabt. Steine haben wir gehabt, Steine sind weg, wunderschön, passt. Ja, das müsste man eigentlich auch irgendwie an die Erzfabrik mit ankuppeln, auf irgendeine Art und Weise. Na, da geht's nach und nach weiter. So, das heißt, wir tun erstmal hier ein paar... Ist alles weg, warum nicht? Und schau mal, wie viele haben wir denn hier momentan übrig? 400, das ist viel. Wie viele Pfeile haben wir denn übrig? Wie viele kleine Strommasten haben wir? So gut wie gar keine. Da bräuchte ich ein bisschen Holz. Okay. Das können wir uns unten holen. Wie schaut es denn mit denen aus? Da haben wir auch eine Handvoll. Und 28 große Masten, die sollten eigentlich auch ausreichend sein. Kupfer können wir uns auch selber herstellen. Heißt, wir haben alles, was wir brauchen, um gegen die Viecher hier in den Krieg zu ziehen. Muss gucken, wo war denn meine Kriegsmaschinerie? Hier. Ja, du warst falsch, du warst richtig. Wunderbar, sitzt passend in der Luft. Das ist so viel, wie wir werden uns hier nach und nach durchrammeln. Und mal schauen, ja, den ganzen Brocken müssen wir, das müssen wir wegnehmen. Da wäre auch noch was. So, nach hier und nach hier unten. Kriege mal alles hin. Aber davor, Moment, tue ich mir kurz was zu trinken einschenken. Wunderbar. Dann kann die wilde Schlachterei doch losgehen. Und zwar gehen wir hier, Hallöchen. Habt ihr so eilig abgeschlachtet zu werden? Da kann ich euch natürlich liebend gerne behilflich sein. So, hier rüber rein. Und die auch noch hier rüber. Dass wir hier uns jetzt erstmal rausbauen. So, ne. Dir, aua. Ihr dürft alle ruhig kommen. Kommt nur, kommt nur, kommt nur. Ich sehe hier kein Problem mit irgendetwas. Bei meinen 500 Geschützturm gefühlt, da haben wir keine Probleme mehr. Es gibt kein Problem bei uns, es gibt nur Lösungen auf die Art und Weise. Hallöchen. Es wäre schön, wenn du aufhören könntest, meine Türme anzuspucken. Sie haben dir nichts getan. Okay, noch nichts getan. Ich korrigiere mich an der Stelle. Noch nichts getan. So, ab die nächsten hingebaut. Das kann natürlich nicht sein, dass die hier nach und nach abgekotzt werden. Was sind das Wortes? Ja, das brauchen wir nicht. Ich auch nicht. Und mir eine kleine Einzellerspur hier hin. Also, das geht auch nicht. Von weiter weg schießen, als meine Türme schießen können, das sind Sachen, die kann ich nicht akzeptieren. Die kann ich auch nicht für gut heißen. Nee, das geht so nicht.
Meine lieben Insektoiden-Freunde, es gibt einfach Sachen, die macht man nicht. Es ist einfach Tatsache, die macht man nicht. Wie etwa wagen, immer noch am Leben zu bleiben nach so einem massiven Angriff von mir. Na, meine Trönchen nehmen schon ordentlich Schaden, gebe ich zu. Die nehmen ordentlich Schaden. Dann haben wir zum Beispiel mal hier ein kleines Reservoir. So, wie weit kommen wir denn mit dem hier? Wunderbar. Dass wir gucken, dass wir direkt mit denen hier anschließen. Und das ganze Zeug hier wieder abbauen können. Wäre ich nämlich auch glücklich. Weil da hinten muss nichts rumliegen. Da hinten muss definitiv nichts von meiner Angriffstruppe rumliegen. Ich meine, ich habe ziemlich viele Türme. Ich weiß, ich habe wirklich viele Türme, aber ich habe es nicht so gern, wenn es dann zu arg verstreut ist. So, euch brauchen wir auch nicht, weil ihr seid etwas schäpseliger Natur. So, und hier müssen wir nach und nach, wir können hier runtergehen, oder sollten, ja, wir gehen schräg. Wir machen das Ganze schräg. Ich überlege gerade, ich habe ja eigentlich Abbaumöglichkeiten. Ich habe eine Idee. Ich habe eine kleine, aber feine Idee. Wir sagen, du hier, alles mal mitnehmen. Wir können hier doch bestimmt ein kleines Mini-Lager aufbauen. Wenn wir das Uran jetzt schon mal abbauen könnten auf irgendeine Art und Weise. Oh, das wäre schön. Das wäre mehr als schön. Stahlrohre. Ich habe nicht genug Stahlrohre für das Ganze. Ich glaube, jetzt kommen von oben irgendwo Roboter hin. Ja, das war definitiv zu viel. Das möchte ich aber nicht haben. Das möchte ich ganz und gar nicht haben. Die sollen schön in der Basis bleiben. So, wunderbar. Meins. Sieht's passt unter Luft. Wie wär's denn mit... Elektroförderer. Können wir hier noch hinbauen. So, dann hätte man das nämlich optimal ausgenutzt eigentlich. Um zu sagen, hier bitte einmal rausstellen. Und dann einmal irgendwie in die Basis rein verfrachten. Denn wir haben hier hinten, das ist ein Erzaufbereiter. Das muss auf jeden Fall sein. Einmal komplett nach hinten gejagt. Zack. Und solange wir noch die Chance haben. So, genauso wie hier. Schauen wir, dass wir eine kleine Ecke innen, Ecke außen, keine Verteidigungseinrichtung noch hinbauen können. Ja, das reicht noch jetzt so ganz aus. So, aber das müsste, glaube ich, schon etwas besser sein. Ich habe ungefähr in die Richtung. Dann brauchen wir noch eine Gerade. Das warst du hier. Na komm, weg damit. Einmal hier rüber hingebaut. Und einmal das hingebaut. Da muss ich nur noch Strom in die ganze Anlage reinbekommen irgendwie. Wär's denn mit, die hinstellen. Die hinstellen und dann so rum hinstellen. Ah, das klingt doch super. Das klingt doch nach was. Oh. Ja, ich weiß, ich sollte eigentlich mich eher um unsere Angriffstruppe hinten bemühen, aber das hat jetzt auch gerade so ein bisschen mein Interesse. Schwefelsäure. Schwefelsäure brauchen wir ja auch noch, das heißt, wir stellen dich so rüber hin, dich so rüber hin und dich so rüber hin. Dann gehen wir kurz rüber und bauen hier nochmal ein kleines bisschen was hin. Wenn wir sagen, hier, guck, wir kommen hier rüber. Passt. Du warst mit dem vertauscht, du mit dem und du mit dem. Wesentlich schön das Ganze. Das können wir dafür wieder abbauen. Damit unsere nukleare Vormachtstellung auch ja gesichert ist.
Vielleicht können wir hier noch eine Ecke außen hinsetzen. Na, dann fühle ich mich einfach etwas sicherer, sagen wir es mal so. Jupp, einmal hier hingestellt. Und einmal eine gerade noch hin. So, passt. Also da soll ja definitiv nichts mehr passieren. Wir haben Verbindung, wir haben Strom, wir haben alles, was wir brauchen. Außer natürlich das eine einzige Mauer gebaut. So. Außer eins Rohrsysteme. Ich gucke gerade, demnächst muss dann das rote voll werden wieder, weil die anderen beiden Wissenschaftspakete so, sagen wir mal, überfüllt sind. So, ich gerade gar nicht, da hat man nichts übrig. So. Ups, das war jetzt ein bisschen doof. Da haben wir jetzt genug davon, aber ich hätte gern die fertigen Rohre von oben noch. Ich weiß, ich renne jetzt ein bisschen unnütz in der Gegend rum dafür, aber das wäre mir doch noch ein Anliegen. Ach, guck mal. Schau doch an, was wir hier haben. So, du und du hier. Alles mitnehmen. Schau, warum nicht? Das haben wir auch. Das haben wir auch. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein paar Rohre baue, fehlen sich das mal drei für Rohre. Okay, Moment. Jetzt sollten wir aber genug haben. Alles andere würde ich jetzt als merkwürdig ansehen. So, hier brauchen wir auch noch ein paar Stück davon. Damit wir überhaupt hochkommen zur Anlage hier. Und haben wir vielleicht noch einen normalen Roboter zufällig da? Momentan nicht. Du gehst weg, du gehst weg. So. Damit das Ganze befüllt wird, sagen wir, du kommst direkt hier rüber. Das war sowas von klar. Das war mehr als klar. So, dann bauen wir es halt so rüber hin. Sage ich jetzt auch mal nicht nein dazu. Haben wir das Richtige? Ne, wir haben es nicht richtig. Ja, wir haben es genau verkehrt rum hingebaut. Stimmt, das Ding hat in der Richtung. So und so, jetzt geht's. So wird auch ein Schuh draus. So, wo müssen wir überhaupt runter? Da sind wir drin. Und wir schauen genau hier drüben rein. So, vielleicht. Zwei Stück fehlt noch. Das heißt, direkt an der Mauer hingebaut und wir kommen durch. Passt. Sitz passt und hat Luft, wenn wir natürlich jetzt nicht um eins noch verbaut hätten, aber es macht nichts. Das ist gut, das macht überhaupt nichts außer an der Stelle. Passt. Müssen wir bloß gucken, dass wir die ganzen Leitungen hier irgendwie miteinander verbinden können. Wir sagen du und du und du. Ihr seid alle so rum miteinander verbunden. Das geht natürlich so nicht. Hier rüber, das geht. Genauso wird dich hier rüber gebaut. Und danach mit jeder Menge Underground Bats, würde ich mal behaupten. Schauen wir, dass wir. Ob das war zu weit. Nicht Underground Bats, Entschuldigung, mit Untergrundrohren. Schauen wir mal, dass wir so weit kommen, dass wir die Schwefelsäure, was glaube ich, hier runter transportieren können. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Jetzt komme ich natürlich nicht rein. No, das war so klar. Das war so klar. Ja, aber ich könnte wetten, es war Schwefelsäure. Na, komm her. Ja, Schwefelsäure brauche ich. Okay, gut, hat sich erledigt. Schwefelsäure, Schwefelsäure. Habe ich irgendwo noch ein System dafür? Da hier nicht, hier nicht. Schwefelsäure habe ich von da hinten her geholt. So rüber, so rüber. Okay, ich kann es hier rüber anzapfen. Okay, das machen wir doch glatt. Das machen wir und wie wir das machen werden. Was schafft?
Eine ungleiche Zahl habe ich hier. Das kommt auch nicht oft vor. Wie wäre es denn dann mit so? Okay, ich glaube, so können wir es lassen. Wo sind meine Rohre? Also ist sie noch im Produzieren. Gut, braucht noch einen Moment. Braucht noch einen klitzekleinen Moment, dass wir sagen können, du gehst hier rüber. Ja, hätte man es auch ein bisschen schöner lösen können, aber egal. Das heißt, die Schwefelsäure geht jetzt auch noch da unten. Und jetzt bitte sagt, dass du was produzierst. Yep, ihr baut ab. Halleluja, ihr baut ab. Und wisst ihr was? Wenn wir schon mal haben, bauen wir noch zwei weitere hin. So, achso, der ist doch den hier oben schon verbunden. Ah, verstehe. Verstehe, verstehe. So, du kommst auch noch hin. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir euch hier soweit auch noch bestromen. Außer du in der Mitte. Du hast natürlich... Ah, du hast Probleme. Stimmt, das ist problematisch. Das geht natürlich so netter. Okay, Moment, müssen wir ein kleines bisschen anders machen, indem wir sagen, du gehst hier rüber hin. Dann hat der nämlich eine Verbindung hier noch hin. Passt. So darf es doch funktionieren, das Abbauen. Ist nicht so wirklich viel, ja, wobei von das ist eigentlich ziemlich viel. Ich glaube, ich müsste vielleicht noch, haben wir noch so einen Verteiler oder sowas da? Wir haben einen kleinen Verteiler da, das ist schon mal was. Genau dort. Okay, wie wäre es denn mit einmal hier rüber gebaut? So. Dass jetzt nämlich beidseitig das Zeug rüberkommt. Dass, wenn er schon das Zeug mitnehmen kann, die Bahn sich zumindest gut auffüllt auf Dauer. Okay, wir wollten ja angreifen eigentlich. Unser Ziel war es ja eigentlich, unseren Gegner hier unten platt zu machen, um an das gute, gute, wunderbare Mega-Erz zu kommen. Das machen wir jetzt auch. Und auch glatt direkt weiter. So, hier, die nächsten wollen einfach alle raushauen. Und wenn es angeschlagen sind, alle raushauen. Denn wir brauchen auf jeden Fall so viel Material, wie wir bekommen können. Er versucht's. Kann ich ihm nicht übernehmen. Kann ich ihm definitiv nicht übernehmen. Na, hier rüber. Und lasst ihr meine ganzen Viecher in Ruhe. Ja, lassen sie, okay. Ach, guck mal her. Von da oben können wir auch noch was machen. Das heißt, ihr könnt alle weggehen, genauso wie ich hier. Ich habe meine Reihen hier schon mal gefunden. Muss ich denn das hier unten angreifen? Eigentlich nicht. Es reicht aus, wenn ich nach rechts rüber gehe und hier rüber angreife. Weil die Steine brauche ich nicht. Aber wo ich bloß das Eisen ist, dass man sagt, man hat hier noch eine Schiene, die hier rüber geht und dann da runter. Das spricht eigentlich nichts dagegen. Können wir gleich mal hinterher bauen noch. Heißt, wir greifen an und tun gleichzeitig schon mal die Zugstrecke hinsetzen. Für später. Das heißt, hier müssen sie durchfahren. Das heißt, so viel wie, hier müssen wir auch Underground Beds irgendwie hinlegen, am besten hier in dem Bereich. Das ist, glaube ich, der beste, den wir gerade momentan so nutzen können. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Hier oben. Da auch noch ein bisschen was, dankeschön. Dann tun wir uns hier noch ein bisschen frei machen. Ja, jetzt kommen die auch noch. Oh Mann. Ist eigentlich nicht gebraucht, aber ich glaube, für den Krieg ist es nicht schlecht, den einen oder anderen Roboter vielleicht mehr zu haben. Ja, guck mal, soll ich jetzt zack, alles mitnehmen. Und dann gucken wir doch mal.
Wenn wir sagen, ich möchte diese Strecke weiter ausbauen. So geht das nicht. Okay. Erst wenn ich hier sage, ich möchte die Strecke weiter ausbauen, dann ist das immer noch ein bisschen zu früh. So ist das statt hier oben vielleicht. Das ist doch schon wesentlich besser. Ich hoffe mal, dass die... Dankeschön. Zack. Dass es auch so funktioniert, wie ich es mir gerade vorstelle. Von hier nach dort drüber doch. Und ich habe jetzt wahrscheinlich... Yep, ich habe ein bisschen was eingenommen. Uran möchte ich nicht unbedingt bei mir in der Brieftasche haben. Da kann ich mir jetzt schönere Sachen vorstellen. Okay, ich tue es mal kurz abliefern. Weil ich habe keine Ahnung, ob das auf meinen Charakter irgendwelche Auswirkungen hat. Und ich möchte nicht an Radioaktivität sterben. Nur weil ich einfach ein bisschen Uranerz in der Hosentasche habe. Bitteschön. Ich merke, ich habe noch Wissenschaft. Woher habe ich denn Wissenschaftspakete? Zack, wunderbar. Bitteschön. Sieht's passt und hat Luft. Und das Ding leuchtet im Dunkeln so ab. Und das hat jetzt definitiv genug Zeit. Damit aus dem was wird. Sorry. Hier noch ein bisschen hinbauen. Mal sagen, hier später mal für Kohle und dergleichen. Da. Muss ich aber mal nachgucken. Ja, nee, ich glaube, so ist gar nicht mal so verkehrt. So, zack, und zu weit gelaufen. Einmal zu weit gelaufen. Gut, das heißt, wir machen jetzt den Schwenker nach rechts rüber. Um eine Verteidigungslinie so rüber hinbauen zu können. Achso, Entschuldigung, da war ich gerade im Weg. Das wollte ich definitiv nicht. Hallöchen, Hallöchen, aber auch. Ich habe gehört, ihr liebt es, euer Eigenheim zu verlieren. Es gibt wahrscheinlich nichts Schönes als... Oh, ihr Hallöchen. Ihr seid viele. Ihr seid ziemlich viele sogar. Aber ihr habt keine Chance gegen eine überwältigende Armee an Drohnen und hirnlosen Mördermaschinen. Ja, definitiv. Ich werde wahrscheinlich wieder ein paar Drohnen verlieren. Yep, ich habe schon eine Handvoll Drohnen verloren. Ui, ui. Okay, wie weit komme ich denn? Mit denen komme ich so weit. Das heißt, wir können wieder euch hier hinten komplett einsparen. Jupp, ist in Ordnung. Lass mal so. Na komm, put, alles hier holen. Immerhin muss der ganze Bereich hier noch ausgelöscht werden. Na ja, dann wäre der Bereich nämlich auch frei. Wir fahren hier direkt schön nach unten und hierher. Dann muss der Bereich noch ausgelöscht werden, weil das und das, die können doch sogar noch da bleiben. Das sind sogar noch Bereiche, die kann man am Leben lassen. Muss man jetzt nicht unbedingt, aber kann man. So, es wird Zeit. Die Würmer kommen schon nach oben. Ja, alles gut. Jetzt warten wir mal kurz, bis der erste Ansturm weg ist. Das ist so, als würde es hier irgendwas kostenlos geben. Okay, ihr schießt mir ein bisschen zu viel. Können wir dann wieder ein bisschen nach vorne bauen mit unseren... Das geht sogar und das geht auch sogar. Wunderbar. Können wir den Spaß hier wieder wegbauen. Wie gesagt, solange die uns da links unten nicht angreifen, bin ich ja schon mal zufrieden mit der Welt. Sogar richtig zufrieden mit der Welt. Wobei ich glaube, ich fühle mich ein bisschen unsicher. Bauen wir lieber den noch hier hin. Ja, man weiß nie. Lassen wir lieber noch hier und da. Nicht, dass da auch noch etwas passiert. Okay, euch haben wir soweit fast komplett niedergestreckt. Mit Betonung auf fast. Ich sehe nämlich, dass sind noch ein paar von euch eingegraben. Das quält mir nämlich gar... Meine Güte, sind das viele da hinten.
So, und hier mehrere Ladungen Drohnen rausschicken. Weil bei so vielen Würmern braucht man dementsprechend ziemlich viel, um dagegen kontern zu können. Aber das war gut. Das hat recht gut geholfen. Muss ich gerade sagen, lass du mich vielleicht mal durchgehen? So, das scheint doch etwas besser zu laufen momentan. Und nochmal ein bisschen hier rüber. Wenn sie schon mal spucken, dann hier bitteschön gibt es auch ein paar Ziele für euch. Aber ich habe schon ein Objekt. Scheiße. Ein Objekt wurde wieder zerstört. Aua, sage mal. Das ist nicht schön. Das ist nicht nett. Nein, 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 das ist nicht nett. Stopp. Einfach nur stopp. Das da habe ich. Geh da ran hier. Da ist das ganz. Ich aber auch. Mitnehmen, alle mitnehmen. Dankeschön. Dann brauchen wir nämlich die obere Abteilung nicht mehr und gehen mit der unteren weiter. Beziehungsweise, wir haben doch jetzt auch noch 9 Schienen. Ja, 10, 11. Ein paar Schienen auf jeden Fall. Die können wir doch gleich noch mitverwenden. Und zwar bauen wir hier schräg weiter das Ganze. Können wir denn ein paar Schienen noch herstellen? Ein paar noch. Na, schade. Wäre schön gewesen, wenn wir noch ein paar mehr produzieren könnten, aber was soll's. Nicht genug Gleise, weil uns fehlen. Ach, die Steine wären es diesmal. Ja, gut, Eisenstein wären auch demnächst mal weggegangen, aber. Ja, was soll's. Passt schon. So, nachts ist natürlich immer lustig zu kämpfen. Das geht nämlich immer auf unsere Energiereserven. Was nicht die schönste aller Varianten ist, aber wir haben zum Glück Akkumulatorennahrung jede Menge. Wir haben ja eigentlich jede Menge. Akkumulatoren, Energienetzwerk. Ich überlege es gerade, aber es macht keinen Sinn, jetzt hochzulaufen. Dann macht das Ganze jetzt eher Sinn, noch weiter anzugreifen. Haben wir denn? Ah, genau. Das ist ein Angriffsperimeter. Der ist auch zu 100% momentan vollständig. Passt. Ja, aber durch den Weizen sind wir auch gut abgestimmt. Heißt, wir können sogar später mal die Kohle noch mitnehmen. Insofern wir die irgendwie mal benötigen werden. So, muss ich überlegen. Ich muss weiter so seitlich angreifen. Geht gerade nicht anders. So. So, dolle. Du hier rüber, du hier rüber. Können wir nämlich gucken, dass wir den Bereich hier oben wieder freiräumen. Also nachts was zu machen, ist echt schlimm. Wenn man nicht sieht, aber ich glaube, es wird schon wieder Tag, oder? Wird schon wieder etwas heller. Yep, die Dampfmaschinen werden wir nach unten gefahren. Der Tag ist da, hm? Ein Objekt wurde zerstört. Wo denn? Ach, hier war. Ja gut, wenn ich nicht aufpasse. Wenn ich nicht aufpasse, ist das klar, dann kann schon mal was zerstört werden. Ah, ihr Landing, ihr wart im Weg. Ihr wart einfach definitiv gerade im Weg. So, haben wir noch etwas näher hingebaut. Damit die Drohnen nicht zu weit fliegen, sondern eher bei mir wieder im Hangar sind. Um die letzten der letzten hier auch noch vor uns auszuradieren. Hallöchen, hörst du auf mich anzugreifen? Ich glaub's hakt. Das können wir nämlich auch ein bisschen nach unten bauen. Das schaut immer so interessant aus. Können wir vielleicht direkt hier runter ein. Das geht sogar. Okay. Ich glaube, das müssen wir auch teilweise wegsprengen. Wobei, wir sind hier drüben hin. Wo kämen denn die Gleise her? Von da drüben. So rüber, so rüber, so rüber. Es würde sich hier wieder neu aufbauen, vergiss es. Können wir alles wieder mitnehmen. Mal gerade überlegen, ob wir das hier wegmachen können, aber wenn wir hier unten ein großes Bollwerk haben, dann werden die immer automatisch nach unten angezogen, also von dem her, ach, das erledigt sich schon. Das erledigt sich schon. So, zack, einmal seitlich rüber. Und die nächsten Drohnen kaputt. Yep, ich brauche definitiv einen größeren Drohnenvorrat.
Ja, stirb, du Hundling, stirb. So, wunderbar. Das und nichts anderes wollte ich doch eigentlich. Den Tod unschuldiger. Aua, Hallöchen. Ich habe mich gerade angekostet, und zwar auf ekelhafte Art und Weise. Das kann und werde ich so nicht gutheißen. So, hier den nächsten hinstellen. Dann einfach mal querfeld ein wieder bauen. Ich gerade sagen, also, wenn die Würmer angreifen wollen, sollen sie bitte Lasertürme angreifen. Auf die kann ich nämlich gut verzichten. Ha, ich glaube, ich muss hier ein bisschen was wegbauen. Ja, definitiv. Oh je, haben wir Handgranaten da? Ja, paar Mal, okay. Wunderbar. Das wollte ich doch, damit ich nämlich jetzt vorhin meine Armada an Turm noch hinstellen kann. Kann ich nicht angehen hier. Uiuiui, habe ich da unten? Ach stimmt, da unten ist ja auch noch ziemlich viel. Stelle ich gerade fest, da haben wir ja noch so ziemlich viele Zeugs, was man abschlachten kann. Und auch sollte. Hehehe. Das große Krabbeln. Ist ja gerade mitten in meinen. Das ist gerade voll in meinen Turm reingerauscht. Das ist natürlich nicht so schön von ihm. Wie viel haben wir noch übrig? Ja, jede Menge. Jede Menge. Bis mir mal die Türme und die Energie ausgeht. Ich glaube, da gehen mir eher die Drohnen kaputt. Ich glaube echt, wir tun das da oben auch noch kaputt machen, wenn das so weitergeht. Wobei, es schaut eigentlich gar nicht mal so schlecht. Na, guck mal, was soll's. Was soll's, komm, wir gehen nach da oben. Die wollten es ja nicht anders. Ich wollte ja nicht angreifen, aber die wollten es unbedingt. Hier, zack, bitteschön. Machen wir es ja auch noch vorhin fertig. Nämlich überhaupt keine Beschwerden mehr unten an der Mine. Muss mal gucken, wie viel haben wir denn überhaupt noch übrig an Drohnen? 16, 28. Da schauen wir nämlich nicht so viel aus hier. Schon wieder eine beschädigt. Naja, greift nur an. Wobei 34 ist immer noch gut. Ist immer noch eine gute Anzahl. So, mitnehmen. Jetzt tun wir nach und nach Rückzug machen. Zu uns im Erzlager. Wir haben doch ordentlich Schaden angerichtet. Das kann man von uns schon mal gut behaupten. So, was haben wir noch alles? Das hier unten, das müssen wir noch wegbekommen. Hier und hier müssen wir auch noch wegbekommen. Das heißt, kann es sein, dass wir meine Leute gerade, yep, ein paar Stück noch am Aufladen sind. Okay, der ganze Bereich auch weg. Bringt gerade gar nichts. Lieber aber sagen wir, wir bauen uns, ich gerade sagen, vielleicht hier nach unten. Yep, das machen wir. Das haut hin. Das ist eine Variation, die funktioniert auch. Oh, ja, 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 ihr braucht alle Energie oder was? Ja, 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 komm mal her. Wenn ihr Energie braucht, dann kann man da nichts dagegen machen. So, dann braucht ihr einfach Energie. Das haben wir noch alles nicht mehr so viel eigentlich. Wir können schon Das ist immer das Dumme dran, wenn sie wirklich leer sind. Und wenn sie wirklich komplett leer sind, dann wird es lästig, sie die ganze Zeit irgendwie frei machen zu müssen. So, jetzt da. Das ist auch mal weg vom Fenster. Was haben wir denn hier noch alles übrig? Abreißen. Haben wir hier irgendwas zum Abreißen? Ich hab da hinten haben wir noch was zum Abreißen. Und ich sehe nichts mehr. Das ist natürlich das Dürfste überhaupt. Ich sehe nichts mehr. Kann hier noch ein bisschen rumschießen, aber. Echt hier rüber? Muss ich hier rüber? Ich weiß gerade gar nicht. Es soll doch bitte Tageslicht werden, das wäre wunderbar. Und ich weiß, ich könnte es Nachtsicht machen, aber. Wenn man uns schwer erkennen kann, irgendwo steht es, glaube ich, dran. Sollte ich eigentlich so gut wie keinen Speicher haben. Ich habe an sich auch keinen Speicher. Deswegen werden die Drohnen auch nicht so schnell wieder aufgeladen. So. Wenn wir schon mal das Glück haben.
kurz einen kleinen Zwischenstand zu machen. Dann machen wir das auch. Ja, aber ich muss bis Tageslicht warten. Die Drohnen sind einfach gerade viel zu langsam. Wie schaut's denn aus? Wo war denn unser letzter... Der letzte große Punkt hier irgendwo. Ist so weit hinten schon. Uiuiui, okay. Okay, hier, hier und hier und hier. Hier können wir zumindest anfangen mit dem Abbauen teilweise. Und die Frage ist, wie schaut es denn momentan bei uns in anderen Minen aus? 300, okay. 187, das ist schon weniger. Hier haben wir was. Und das hier ist nichts mehr. Also die ganze Strecke hier können wir auch abbauen. Ach, jetzt, ach stimmt. Jetzt ist Tageslicht, es wird wieder aufgeladen. Das dürft euch doch bestimmt freuen. Und zwar richtig freuen. Hier und hier und hier. Das kommt alles mal weg. Nope, nope. Na, okay, gut. Dann haben wir halt wieder zwei Fische. Keine Ahnung, was die mir... Ich weiß gar nicht, was die überhaupt bringen. Die sind zwar süß, lecker. Füße Schaden, minus 17. Feuergeschwindigkeit, 2 pro Sekunde, roher Fisch. Kann ich die irgendwo hier reinmachen? Nein. Fisch kann nicht als Waffe verwendet werden. Ach, komm schon. Warum gibt die mir dann Fisch, wenn ich ihn nicht als Waffe verwenden kann? Das ist doch der einzige Grund, warum ich überhaupt Fisch habe. Der Fisch ist die optimale Waffe für mich. Mal schauen, was sich da noch so alles durch die Gegend wuselt. Okay, komm. Was soll's, das ist ein großer Wurm. Da hilft ziemlich wenig, außer jede Menge Feuerpower. So, und damit soll bitte auch alles, was irgendwie hier noch im Bereich rumkröchselt, auch den Misch tot sein. Dankeschön. So, heißt abbauen. Hehe, gerade noch so abgeholt. Denn euch brauchen wir definitiv nicht als Feinde hier unten. Jo, heißt, wir können hier unsere Mauer hochziehen. Und das gesamte Territorium für uns beanspruchen. Das ist doch super. Genau so und nicht anders wollte ich es die ganze Zeit haben. Alles einnehmen, alles einnehmen, alles einnehmen. So, die Frage ist eher, ich muss glaube ich ein bisschen nach da drüben gehen. So. Und stromtechnisch machen wir es auch mal so, das muss etwas ausladen, auslagern. So, also den ganzen Innenbereich kann ich jetzt eigentlich mal abbauen. Ja, da soll ja nichts dagegen sprechen. Genauso wie das ganze Zeug hier, alles weg. Könnte sich jetzt nur noch um Stunden handeln, bis das mal passiert ist. Ja, wenn ich gerade auf die Uhr schaue, ist gar nicht mal so unpassend. Ja, damit haben wir alles im Blickfeld. Ihr könnt alles mitnehmen, was ihr mitnehmen wollt. Pickel ich mit der Welt. Dann können wir nämlich hier schon mal einen Dummy aufbauen, die Mauern alles hochziehen. Und können dann gucken, dass wir... Mal gucken, hier gerade fahren, hier so rum und dann einmal eine Biegung machen. Ja, scheiß Beste. So, so und hier rum. Da noch und so rum weg. Jupp, ich würde sagen, das ist eine gute Idee. Ach, da haben wir sogar noch was übrig. Wo haben wir euch denn? Da haben wir dich übrig. Und da sagen wir doch am besten hier rüber. Hier rüber, so rüber. So gut wir es nur hinpflanzen können. Und hier drüben haben wir auch noch ein bisschen was übrig. Das heißt, wenn wir den so hinstellen, so hinstellen, so hinstellen. Okay. Es ist absolut im Maximum. Und da können wir auch noch ein bisschen was weg feintunen. Das zum Beispiel. Oder der wird. Ne, der kriegt auch noch was. Okay. Der baut auch ein bisschen was ab. Also warum nicht? Alle mal mitnehmen. Nur
das hier wird nichts bringen, sowieso schon. Da habe ich aber nichts dagegen, da kann auch es auch verschwinden. Alles weg damit. Und wenn wir schon mal ein paar übrig haben, zack, verbinden wir die ganze Schoße noch. Ich glaube, das ist auch noch das größte Problem gewesen bisher, dass die ganzen verschiedenen Bahnen nicht miteinander verbunden waren. Oh. Und eine unserer Drohne ist ziemlich langsam momentan. Passt. So, das heißt Eckenbau. Eine Ecke außen hinbauen. Und das Ganze gefühlt hierhin. Wir formen jetzt eine Ladung geraden hin. Ah, das war's falsche. Das war's falsche. Gerade warst du hier. Ja, ich weiß. Das könnte jetzt etwas ein bisschen dauern, bis wir das alles so weit hingesetzt haben. Können wir vielleicht noch ein paar Lichter machen? Ein paar Stück können wir hinbauen. Ein paar gehen immer mit. Oh je, oh je, oh je. Meine Drohnen. Das wird lustig, wenn sie immer nur einen Einsatz fliegen können. Maximal zwei. Ah, jetzt haben wir sogar Strom hier hinten auf der Leitung drauf. Das ist doch auch nicht schlecht. Dann sagen wir doch mal, das kommt weg. An sich kommt das Ganze hier alles weg. Alles weg, das passt schon. Wir gucken eher, dass wir hier die Mauer so weit hinbekommen. Und hier auch noch hin, um hier dann eine Außenecke zu bauen. Dann kann man nämlich wieder eine Gerade bauen, so glücklich mit allem. Aber irgendwie müsste doch miteinander verbunden sein, oder? Okay, Moment, das können wir so nicht lassen. Warum sind die nicht miteinander verbunden? Jetzt haben wir Licht, wunderbar. Sohn sprach, es wäre Licht und er hat sogar einen Scheiter gefunden dafür. Ja, das ist doch herrlich. So werden auch die ganzen Mauerstücke mal nach und nach verbraucht bei mir. Ja, ich weiß. Ihr wollt weiter bauen, aber ihr braucht auch zugleich Energie. Ein Teufelskreis. Aber wir haben das, was wir haben wollten. Eine Erweiterung. Und die Zukunft für unser gutes Erz ist mit 1,2 Millionen auch erstmal recht gut gesichert. So, muss ich gerade noch einen kleinen Schluck nehmen. Sollen wir hier noch eine Mauer hinstellen, hier noch ein Eck hinbauen? Ne, brauchen wir nicht so viel? Ja, vielleicht kann man es gut bauen. Na, dann kommt mal hier herüber. Hier rüber passt. Ein Eck hingebaut. Aber man weiß nie, wo sie alle herkommen. So, und hier und dann sind wir hier gerade und hier ist offen. Das können wir, glaube ich, so durchgehen lassen dann. Das heißt, ich müsste jetzt eher dann gucken, dass wir, sagt es mir, erstmal Abbauzeugsel bekommen. Und zum anderen die nötigen Gleise, um unser Vorhaben hier unten noch vollends beenden zu können. Wie wir die Sachen aber bekommen, das erfahrt und seht ihr, besser gesagt beides, in der nächsten Aufnahmerunde. Bis dato hoffe ich, viel Spaß beim Zuschauen und es würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal mit dabei sein könntet. Bis dato, macht es gut und wie immer, tschüssi. So ihr lieben Drohnen, baut doch mal hier alles von uns fertig.